Herzlich willkommen zu einem weiteren Videopodcast im Rahmen unseres Trendreports Digitaler Start 2021. Hierzu begrüße ich dieses Mal den ehemaligen Bremer Staatsrat für Finanzen, Professor Henning Lühr. Herzlich willkommen. Er hat gemeinsam mit dem Professor für Medieninformatik Benjamin Tannert das Institut für digitale Teilhabe an der Hochschule Bremen initiiert und gegründet. Und ich freue mich sehr, Herr Lühr, dass Sie sich nochmal die Zeit nehmen, uns ein paar Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Dankeschön. Herr Lühr, das Institut für digitale Teilhabe ist ja noch recht jung. Sie haben das Anfang des Jahres 2021 initiiert, gegründet. Vielleicht als kurzen Einstieg, könnten Sie noch mal den Anstoß erklären, der Sie zu der Gründung gebracht hat? Wir hatten in 2019 ein großes Gespräch mit vielen Vertreterinnen und Vertretern von Behindertenverbänden, mit Wissenschaftlern, wie man eigentlich Initiativen ergreifen kann, um die Lage von Menschen mit Beeinträchtigungen in der digitalen Welt zu verbessern. Und da ist die Idee entstanden, man könnte ja auch so ein Institut gründen. Und das war dann erstmal beiseite gelegt. Das hat sich aber dann verknüpft mit meinen persönlichen Entwicklungen. Ich habe ja jetzt die dritte Phase in meiner eigenen Entwicklung nach dem Ausbildungs- und nach der Ausbildungs- und nach der Studienzeit war ich ja gut 45 Jahre in der Verwaltung und habe jetzt nach einer neuen Herausforderung gesucht. Und da hat mich das natürlich gefreut, dass die Hochschule mir eine Honorarprofessur angeboten hat. Und um den Transfer aus den Erfahrungen der Verwaltung und der Digitalisierung auch Studentinnen und Studenten weiterzubringen. Und da habe ich mich mit Herrn Tannert kurzgeschlossen und gesagt, du hattest doch damals die Idee, machen wir jetzt ein Institut oder nicht? Das war im November letzten Jahres. Dann haben wir gesagt, wir machen das, haben schnell ein Papier produziert und Mitte Januar war das gegründet. Die Hochschulverwaltung hat gestaunt, wie schnell wir das fertig gekriegt haben. Ja, das war in der Tat eine sehr kurze Vorbereitungszeit. Und Sie sind da jetzt auch sehr erfolgreich und legen da ja auch einen sehr großen Wert auf die Nutzereinbindung. Also Sie haben ja von Anfang an Wert darauf gelegt, dass dann auch die betroffenen Bevölkerungsgruppen auch teilhaben und eingebunden sind, unter anderem in User-Tests oder auch im Projekt Digitale Bürgerbeteiligung für alle. Was würden Sie sagen, was kann man aus Ihrem Vorgehen lernen? Ich glaube, die ganze Diskussion in Deutschland über Users First oder wie kann man das bewerkstelligen, dass die Nutzerinnen und Nutzer mit ihren Interessen auch berücksichtigt werden, muss praktischer gemacht werden. Also man muss da auch experimentieren und sagen, was sind eigentlich so die Voraussetzungen, wie ist der Sender, der Empfängerhorizont, wie organisationsfähig sind auch Interessen. Und was man daraus lernen kann, würde ich einfach mal sagen, Bedürfnisse erkennen, aber auch Interessen zu bündeln. Also weil wenn jemand alle 5 Jahre, weil er sich ummelden muss, als Student vielleicht häufiger, mal zum Bürgeramt geht, kann man daraus keine allgemeinen wissenschaftlichen Schlussfolgerungen ziehen. Man kann es aber zum Beispiel auch so zuspitzen, dass man sagt, wie kann man eigentlich den digitalen Zugang erleichtern, wie kann man Brücken bauen, um das zu machen, wie kann man Übersetzungshilfen machen, wie hat man Interessenlagen für so eine digitale Ambulanz. Und das wären Erkenntnisse, die man dann auch ganz praktisch aus unserer Forschungsarbeit in Projekten umsetzen kann. Ja, Sie hatten jetzt ja auch schon einige Punkte angesprochen. Mit Blick auf die nächsten 5 Jahre, was würden Sie sagen, wann war Ihr Institut erfolgreich? Was sind die nächsten Etappenziele und wie wollen Sie die vorantreiben? Eins kann man vielleicht vorweg sagen, also eine gute Publizität des Instituts haben wir auch eine ganze Reihe von weiteren Projekten. Ich sage da einfach nur mal ganz kurz die Stichworte, also persönliche Assistenzen zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern
KI-Verfahrensmodelle zur Einführung, Beschäftigtenbeteiligung bei Digitalisierung in Verwaltungen. Und dort arbeiten wir dran. Und die Zukunftsvision wäre ja, sowas wie ein Think Tank oder eine Ideenschmiede zu werden. Und was wollen wir mit dem Institut erreichen? Wir sind ja nicht ohne Ehrgeiz. Wir wollen jetzt nicht dicke Kohle verdienen. Dann hätten wir besser eine Unternehmensberatung aufgebaut, sondern wir haben schon den Ehrgeiz, dass wir als wissenschaftlich praktische Stimme wahrgenommen werden und dass wir Forschungsergebnisse produzieren, die digitale und soziale Teilhabe verbessern. Also, dass man sagen kann, seitdem es das Institut gibt, hat sich das zum Beispiel auch ausgezahlt. Also die Menschen mit Beeinträchtigungen oder in ihrer Eigenart ihres Umfeldes sind zu Experten ihrer eigenen Sache geworden. Also, dass man das auch direkt mit einbauen kann. Vielen Dank. Dabei wünschen wir Ihnen sehr viel Erfolg für den weiteren Weg für das Institut. Herzlichen Dank für die Zeit und viel Spaß noch beim digitalen Start. Danke.